Da wo es hoch und runter geht, der fühlt sich hingezogen. So. Fahren wir weiter? Fahren wir durch oder jo? Ich dachte, ihr wolltet dann aber einstellen. Wollen wir das jetzt gleich einstellen oder stellen wir das mal anders ein? Das machen wir mal anders. Okay, wenn wir eh gerade irgendwo stehen. Sondern sagen Sie nur gerade, weil Sie vorne sind. Ja, ja. Ich hab mir das auch ihr könnt uns ja überholen. Ja, ich stehe schon voll auf dem Gas. Ja, ich kann dich auch überholen. Dann mach das auch. Ja, mach ich auch. Ich sag nicht, wenn der einer Julian kommt. Auch. Weil ich das lustig finde, ja, wenn genau in meinem Sichtfeld Leute. Wir sehen das im Navi, ob da einer kommt oder ja, aber nicht so ganz so weit zu weg. Wir sind doch nicht blöd. Oh, das ist ein Umspannwerk. Das finde ich. Der Carsten setzt hier gerade, ich gebe dem Carsten gerade Windschatten, damit er besser. Ja, genau, oder es ist, man nennt es hier auch Spandau. Boah. Ja, aber das ist eher eine Chemiefabrik, würde ich sagen, oder? Ist mir egal, es hat dafür eine Stromleitung. Wohin? Links. Links. Da, wo der Jaja hinfährt. Naja. Ja. Da kommt Carsten jetzt. Ja, den glaube ich nicht. So. Jawohl, rennen wir hier. Ja, natürlich. Ich fahre hier. Ich fahre extra weit rechts, dass ihr mich überholen könnt, wenn ihr wollt. Echt jetzt? Ja. Ist ja langweilig. Macht's aber keinen Spaß. Ja, auch, ja, dann fahre ich mit, beiden Rädern so über den Mittelstreifen. Ja, dann, das macht Spaß, ja. Carsten, ja, erinnert mich immer so an so eine Zeichentrickserie. Warum? Da gab's mal irgendwo so einen lauten Geier, der hat immer so gekrischen. Geier. Ja, ein Geier, ich weiß nicht, in welcher Serie. Josh, das habe ich vor anderthalb Jahren den Andi auch schon gefragt, als er das erste Mal gekrischen gesagt hat. Das ist hessisch für einen Kreis. Da ist irgendwann umgeflogen, glaube ich. Carsten neben mir, ja. Da flog gerade ein Militärflugzeug. Da flog ein Militärflugzeug. So, können wir das mal ganz kurz einstellen mit dem intelligenten Getriebe an, wir schon am Berg stehen. Carsten schläft eine Runde. Ist doch gemütlich, Europa 2 ist super. Ich hab so schön gesehen, wie sich vorne die Flossen gehoben haben, ja, und dann so zeitlich und dann Lager. Was hat drauf? Ich würde eher schlafen. So, Anja, guck mal, wir gehen mal in die Option. Was machen wir das mal zusammen? Oh, Bakersfield ist ja voll toll. Ja, ja, ich sag also Option, gerade Controller-Einstellung. Deswegen habe ich Und dann einfach bei lernfähiger Automatikschaltung das dritte einfach einen Haken setzen. Hab ich doch. Achso, dann funktioniert das super. Dann hat es das von mir übernommen. Dann hast du. Aber ich habe die Betriebebildung beigebracht. Aber Josh. Talente getrieben. Ich brauche, glaube ich, einen Tankfüllung. Warte mal, wo ist die nächste Tankstelle? Oh, wo ist der Carsten? Die war gerade eben da, wo Bakersfield? Wir gehalten haben. Ja, ja. Da war die, wo wir gehalten haben. Ja, aber Andi, eigentlich ist der LKW voll, den ich dir gegeben habe. Ja, eigentlich, aber ich habe eben, glaube ich, eine Meldung gekriegt, aber es ist noch nicht komplett leer. Das ist drei Viertel, bei mir zumindest. Ich glaube nicht, dass du allzu viel mehr hast. Der Andi, der säuft ja den Sprit auch noch. Ich habe aber einen kleinen LKW, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch auskommt. Ja, ich glaube, es macht weniger Tankfüllung oder sowas. Weniger Tankfüllung. Ja. Weniger Tankfüllung. Mehr Tankfüllung ist immer Edeka. Eine Arbeitsagentur, wie interessant. Ja. Wie interessant, ist mir egal. Boah, der ist aber echt voll lang. That's what she said. Andi, Eigenlob stinkt. Oh, der ist aber lang. Nee, ich habe ja nicht von dem geredet, weil der ist noch länger, sondern ich habe von dem geredet. Julian. So, da fällt ihm nämlich nichts mehr. Nö, ich habe gerade einen Schluck Cola getrunken und werde auch nichts weiter tun. Nee, jetzt meine Pringles. Ich will mal eine Pringel essen, während der Carsten wieder deine mal irgendwo Premium Edition umgurgelt hier. Premium Edition. Oh, schau mal, das Militärflugzeug. Oh. Oh. Das flog da gerade ganz schnell über uns hinweg. Wo? Oh. Über uns. Über den Wolken. Musst du jetzt essen, oder was? Ja. Du bist umgefallen, dann mach ich jetzt eine kleine Fresspause. Wir sind doch aber gar nicht in Fresno. Ja. Nee, in Fresno darfst du gar nicht essen, weil Fresno. Nein. Nee, versuch bin ich zu kopieren. Julian, ich koppel gleich ab, komm hinter zu dir und knutsch, wenn er dann aufhört. Und dann, schau mal, das ist ein Hubschrauber da oben. Josh, was sagst du denn eigentlich zu meiner neuen Edition hier? Ja, die finde ich sehr, sehr geil. Was ist das da? Ich hab den Schlumpf jetzt runtergebaut, ne? Habt ihr schon gesehen. Ach so, stimmt, das bist du noch. Jetzt hast du nicht nur so einen kurzen, sondern auch irgendwie. Jetzt hab ich zwei Hörner oben drauf. Ey, das sieht ja noch. Wobei, das passt sogar halbwegs mit deinem langen, dünnen Teil da hinten.
Was macht denn ihr da? Josh hat wieder vorne seinen Komplex. Nee, ich wollte. Ich wollte eigentlich nur an. Wieso der Josh, du hast angefangen, Jatak. Ja, der Josh, der hat aber immer Probleme. Ich habe keine Probleme. Der Josh hat keine. Lass meinen Josh in Ruhe. Lass meinen Josh in Ruhe. Wie alles deins ist, ey. Lass meinen Josh in Ruhe. Nee, der Zykoten, der hat. Wenn, der dann hier ist es Luisas Josh. Das ist mein Josh, lass den Nein, in Ruhe. Nein, Luisas Josh. Ich begutachte trotzdem, ich mache mal ein Selfie zusammen mit Andi. Ich stelle mir neben Andi, dann mache ich mal ein Selfie zusammen. In der Wüste, genau. Ja, gleich dann werde ich sehr, sehr geil im Internet hier was wir bestimmt haben. Nee, der Julian, den nehmen wir nicht mit drauf. Nee. Und pam, 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 pam. Wie er sich versucht, noch ins Bild zu drücken, ja? Ja, ich habe schon lange gemacht. Das ja, aber auch fahrt ihr mal weiter, oder was? Mann, ja, wir haben Selfies gemacht. Die warten auf dich. Das machen die Japaner auch in der Sauna übrigens, habe ich gestern gesehen. Also, okay. Wo hast du das gesehen? In deiner Sauna? Ja, ich genau, ich war in der japanischen Sauna. Nee, auf seinem Wix.com da. Was? Ja, aber dass ihr das wirklich nicht kennt, das. Junette, wenn, dann heißt das schon bei sein. Naja, lass mal das. Ich glaube, ich bin nicht wirklich schneller als Julian, das ist gerade ein bisschen problematisch. Boah, ist das schön, bin mal hier gespannt, ob gleich der Josh irgendwie die Fühler nach rechts hebt oder so. Weil die Situation hatte ich eben schon mit Carsten. Ich bin nicht der Oscar, macht. Ich bin nicht der Oscar, ich heb nicht mein Beinchen. Ja, aber Josh, ich werde dich nicht vorbeilassen. Nein, da kommt jemand, scheiße. Wo willst du hin? Carsten, du sagst auch nichts. Da hätte ich was sagen sollen. Nein, ich bin nicht gerade direkt neben Julian gefahren. Ja, das weiß ich ja nicht. Boah, Düsenjet war da. Ja, jetzt habe ich es auch endlich mal entdeckt, ja. Ich hab's auch gesehen, ja. Es ist wie die roten, gelben, grünen Luftballons. Roten, gelben, grünen Luftballons. 99 Luftballons. Julian? Ja, bitte. Komm, sing ihm mit Julian auf. Nein. Wo seid ihr jetzt? Kommt, wo bleibt ihr? Ja, hinter dir. Wo bleibt denn ihr? Ja, hinter dir. Behind you. Ja, jetzt die großen Töne spucken, ne? Ja, klar. Und dann kommt der Andi mit seinem Sechsgang Allison-Getriebe und dann geht's aber ab. Was für ein Ding? Nee, du hast ein Sechsgang Allison-Getriebe, glaube ich. Sein Getriebe heißt Allison, weil der Andi das schön hat. Nadja, der meint das nicht so. Nur weil es teurer war. Ah, ne, wird aber die Premium-Dinger haben. Ja, endlich. Dann geht es nicht mit den günstigen da ab. Ich bin da. Was wollte Nadja gerade sagen? Nadja ist gerade eifersüchtig, weil du von Allison gesprochen hast. Die beiden in jetzt. Ach, hast du mit der auch was? Nein, sie meint das nur. Achso. An die hat jeder was. Jeder fiktiven Frau hat da was. Also. Die hab ich nicht. Wenn du das Wort. Egal. Ja, ich deswegen, ich hab's mit Nadja. Ja? Er hat doch bewusst so gemacht, halt hat er doch. Nee, jetzt bin was ich einfach gesagt? Süchtig. Irgendwas mit Zimmer. Zimmer? Ja. Zimmer? Mann. Ja, deine Nadja da hat gerade irgendwas mit Zimmer gesagt. Ich bin Zimmer. Warum habe ich gerade... Mein Tank ist leer. Ich habe auch Visit Service. Tja. Mein Tank ist leer. Mein LKW ist Schrott. Mein Tank ist leer. Mein LKW ist Schrott. Andi, du hast mir 100% Schaden gemacht. 100% Aufliegerschaden. Nein, nein, nein. Leute. Leute. Was war das? Hilfe. Warum habe ich jetzt 100% Schaden? Au, ich rolle, ich rolle auch 100% Schaden. Den Andi kugelst da unten rum. Oh ne, ich habe gar nicht 100% Schaden bekommen. Ich habe 100% Ladungsschaden auf jeden Fall. Nee, den habe ich. Weißt du, was schade ist? Hier gibt's keine Rundumleuchten. Ja, wir kommen wahrscheinlich. Ach, die nächste Werkstatt ist gar nicht so weit, Andi. Das ist schön, zusammen hinfahren? Ja, würde ich gerne machen, wenn ich noch Tankfüllung hätte, Josh. Nee, dann sollen wir da zusammen hinspawnen. Ja, das können wir gerne tun. Ich komme ja jetzt hier nicht mehr weg. Dann fahren wir nach Fresno zusammen. Oder wir kommen von Fresno zusammen wieder hierher. Was ist da eben passiert? Ich hab's noch nicht ganz realisiert. Können. Oder? Nee. Ich bin noch im Tunnel. Ich bin noch voll im Tunnel. Ich hab gerade bei mir hat sich gerade mein Auftrag beendet. Schön. Ja. Ja, du bist zu schlecht gefahren. Das ist so eine Fail-Aufnahme. Die haben dir deinen Auftrag hier weggedingens. Jetzt sind sie alle weg, ey. Jetzt gehe ich aber auch nach Fristen, oder? Nee, ich glaube, ich habe tatsächlich, statt mich zur Werkstatt zurückzusetzen, Auftrag abbrechen gedrückt. Julian. Ja. Du Idiot.
Er ist nicht stimmig verursacht. Jetzt habe ich 100% Schaden, Goll. Wo müssen wir denn jetzt hier zu einer Tankstelle? Ja, fahr mir hinterher. Oh mein Gott, ich habe tatsächlich, ich habe einen Auftrag von hier nach Enko, den nehme ich an. Cool. Herr Josh, Vorsicht. Ja, es gibt einen Unterschied zwischen fahren hinterher und fahren hinten rein. Ich bin dir nicht reingefahren, ich war nur zu nah an dir dran. Es regnet das bei mir. Das ist ziemlich das Gleiche. Sag doch sowas, ne? Das tut mir auch weh. Ja, mir tut's weh, wenn du auf einmal da hinten drin bist. Wallbird. Ja, bei Wallbird. Dann warten wir an der Tankstelle, oder was? Wir fahren jetzt an die Tankstelle, genau. Katja, kannst du dir das vorstellen? Der Jatak hat seinen Auftrag beendet, denke ich. Was ist mit Menge? Der hat einfach Schluss gemacht. Also der 470. Der Attack einfach so Schluss gemacht. Die 470 fährt nach Menge denn. Wo ist denn die Tankstelle? Du wolltest mir sie doch zeigen. Ich weiß nicht mehr, wo die ist. Ja, guck doch mal auf der Map. Bevor wir hier durch die Gegend fahren. Ich zeig dir mal, wo die Tankstelle ist. Ich bleib hier ganz kurz stehen. Ich bin gerade. Ach, wir sind noch nicht dran vorbeigefahren. Okay. Wir sind doch nicht dran vorbeigefahren, das ist die positive Nachricht. Ja, was denn, Julian? Nix. Nee, jetzt ist es beleidigt. Julian, was ist denn? An die Links. Nee, alles gut. Ich habe gerade gedacht, ihr werdet an der Tankstelle vorbeigefahren, aber dann war das. Nee, der Josh, der ist ein guter Führer. Ja. Also. Boah. No comment. Warum denn nicht? Also, ich möchte mal gerade sagen, ja. Ich könnte mich als Führer anbieten. In der Zeit, wo wir jetzt sonst, glaube ich, 2 Aufnahmen geschafft haben, sind wir bis zur Festung gekommen. Ja. Dafür war das aber auch ein bisschen länger jetzt hier. Ja, naja. Hat ja auch mit dem Langen zu tun, glaube ich. Genau. So an die geradeaus bis ganz vorne und dann rechts. Wenn es nicht mehr geht, dann nach rechts. Wir dürfen auch rechts bei Rot abbiegen, weil ist so. Hui. Aber jetzt erscheint mir erst Andis Ding irgendwie kürzer. Und dann ist links irgendwo die Tankstelle gleich. Der Julian hat mir ein Stück abgefahren hinten. Ich? Ah. Ich war vor dir. Ja, aber irgendwie hast du doch Schaden verursacht bei Josh. Ali da links. Nein. Ich hab euch nicht mal gesehen. Josh hat doch was erzählt von, er hätte plötzlich Schaden. 100% mein Auflieger ist komplett im Arsch. Ja, aber wovon denn? Also ich bin direkt hinter Carsten hergefahren. Ich das verstehe ich nicht. Abstand zu euch beiden gehabt. Ich habe nichts mit euch zu tun. Julian möchte ein bisschen Abstand haben. Der findet es, der möchte gerne ein bisschen Abstand von uns haben. Aber Josh, wovon hast du so viel Schaden? Das verstehe ich gar nicht. Den Schaden habe ich generell schon als jetzt Player einfach so. Ja, aber so den anderen Schaden meine ich jetzt. Den zweiten. Das weiß ich nicht. Der kam auch, der war auf einmal da. Ich kann auch nichts dafür. Der Kamas war auf einmal da? Ja, der Kamas, genau. So, wo fahren wir jetzt hin? Ja, wir warten erstmal, bis ich auch getankt habe. Oha! Was ist denn jetzt schon wieder los? Carsten! Der drängelt schon wieder, ha? Ist ja ekelhaft. Sonst weißt macht der Josh das immer. Ich wollte so ganz. Ja, aber in Europa kann man auch, können zwei an einer Tankstelle, an einer Zapfsäule. Ja, hier auch. Nee. So, Josh, das hat er jetzt davon. Ich baue ihn jetzt ein. Ich schieb den Kasten mal ein bisschen raus. So. Gerade gucken, wie knapp er ist. So. Schaden 1% cool. Ich würde gerne etwas vorwärts kommen. So. Super. Irgendwo hänge ich anscheinend. Ja, Tankstelle. Da fahre ich eh dran. Ich auch. Ja, also jetzt darf ich auch mal tanken. Dankeschön auch. Also so, ich sorge auf meinem Kanal, sorge ich für Frachten. Oh nein! Du hast mich aus dem Tankbereich rausgeschubst. Josh, ich hätte ein bisschen Ethan, kannst du damit was anfangen? Ja doch, das kann man auch gut verbrennen, das stimmt. Also physikalisch gesehen ist das ähnlich wie das Oktan aufgebaut, welches sich in Benzin und Diesel befindet. Allerdings sind noch die Ketten ein bisschen kürzer, also die Kohlenwasserstoffketten. Und deswegen hat es einen niedrigeren Brennwert, weil das Kohlenstoff zu Wasserstoffverhältnis bei einem Oktan wesentlich höher ist. Also da ist mehr Kohlenstoff drin und Kohlenstoff hat einen höheren Brennwert als Wasserstoff. So. Ich finde das cool. Ich habe gedacht, die Pringles reichen mir 3 Tage lang. Hm. Nee, eine halbe Aufnahme. Carsten, was schleichst du da so rechts vorbei? Ich fahre auf der richtigen Spur. Ja, aber du schleichst da ganz dezent vorbei, was wird das? Ich schleiche nicht, ich rolle. Achso, du rollst, dann roll ich jetzt auch. Ich finde es gemein, dass ihr nicht redet, ich höre schon, dass das... Nee, das ist gut, weil dann kann man die Parts auch mal cutten. Was hörst du? Was? Ist was cutten? Die Parts schneiden, das geht sonst so schwer, wenn alle immer durchgehend am Sabbeln sind.